Ja, hallo liebe Zuschauer zum jetzigen JFD Live Trading TV am Nachmittag. Am späten Nachmittag, zugegebenermaßen kurz vor 5, die amerikanischen Märkte und auch der DAX weiter im Sinkflug. DAX hier schon jetzt deutlich im negativen Terrain. Das Tief vom 8.7. steht im Fokus. Wir werden sehen, wie das hier weitergeht. Die Situation ist denkbar kritisch. Also jetzt kann es zu einem neuen Verlaufstief kommen, was das eine Pattern, das Harmony Pattern, das gerade jetzt 222 sicher relativieren wird. Wir sind noch 40 Punkte davon weg. Andererseits kann das hier auch eine ganz, ganz spekulative Chance sein, um praktisch vor dem Fed-Event hier einen günstigen Einstieg zu kriegen und dann einen möglichen Reversal zu erleben. Wir hatten gestern die US-Indizes nicht betrachtet, deswegen nochmal kurz zum S&P 500, der sich hier tatsächlich aufmachte, über die 2100 hier am Vorvortag rauszuziehen. Dann stoppte er bei 2105 und in der Folge ging es hier, das wurde eigentlich schon früher erwartet, weiter rasant abwärts. Hier auch der Chart ganz kurz dazu. Es wurde sozusagen ein Fake nach oben angedeutet, aber deutlich über 2100 konnte sich der Markt nicht halten. Also mit der gestrigen Schwäche schon eine leichte Indikation. Sie sehen hier den blauen Pfeil. Geradezu idealtypisch fast. Jetzt muss man nur das Reaktionshoch ein Stück weit höher setzen. Aber letztlich hat der Abwärtszug hier Einzug, sage ich schon, hat sich bewahrheitet. Auch wenn natürlich nicht ganz genau, aber das nächste Abwärtsziel beim S&P hier der Bereich 2070. Doch darum soll es nicht gehen. Wir wollen uns den Nasdaq anschauen. Morgen den S&P gern wieder. Denn wir haben hier im Tagesschartintervall jetzt natürlich eine klare Trendlinienbestätigung. Aufgrund des gestrigen Fakes hat der Markt hier dieses Niveau der oberen Trendlinie bestätigt, bärisch bestätigt. Und im Zuge dessen ist jetzt ein sehr, sehr wahrscheinlicher Rücklauf, entweder heute noch, das kann hier natürlich eine kleine Eskalation geben zu dem Fed-Event, oder aber hier dann eine Intraday-Umkehr, die gerade jetzt im Kontext mit der bullischen Harmonie beim DAX hier ein Reversal einleiten kann. Aber letztlich hier technisch natürlich der DAX übergeordnet in der Abwärtsbewegung, auch die US-Amerikaner. Und wenn man sich die anschaut, dann kommt man eher zu dem Schluss, dass der DAX hier vor einem neuen Verlaufstief steht, als vielmehr im Sinne der Harmonie. Funktion hier nach oben aufzudrehen und leider Gottes kann es sich, wenn die Fed da heute nicht hier irgendwie noch einen positiven Hall mit sich bringt, auswirken, dass der DAX hier vor neuen Verlaufstiefs steht. Die spekulative Long-Chance hätte sich dann erübrigt. Hier der Nasdaq 100 mit oder ohne Erholungsbewegung meines Erachtens jetzt auf dem Weg in Richtung 4.465 Punkte rund. Das ist hier dieser Supportbereich, der schon relativ lange Gültigkeit besitzt. Also entweder sehen wir heute nochmal eine leichte Intraday-Erholung, aber ich denke, das wird keinen Abriss daran tun, oder wir gehen eben direkt nach unten durch, dass wir dieses Niveau 4.465 Punkte vor uns haben. Und das ist noch ein Stück weit. Wir reden hier über 30, 35 Punkte, die es hier nach unten gehen kann. Im Ausdehnungsfall kommt es dann sogar zu einer richtig großen Abwärtsbewegung. Da kann die Fed heute durchaus ein Stück weit ihren Beitrag dazu leisten. Bullisch wäre es, wenn wir hier nach oben rausziehen und das hoch. Das ist jetzt signifikant ein Trigger auf der Oberseite, das Hoch vom 18.8. hier bei 4.475 Punkten rund überwinden würden. Dann wäre hier das lokale Reaktionshoch überwunden, der Abwärtstrend überwunden, diese Widerstandszone bei 4.545 Punkten überwunden und das in der Summe dann hier sicherlich eine, ja, Indikation dessen, dass der Markt hier wieder sich erholen kann. Aber die Vorzeichen sind jetzt hier denkbar schlecht. Der Markt hat Angst vor dem, was kommen könnte, vor der Ankündigung, dass es im Fed, sage ich schon, im September die im September die Zinsanhebung geben kann, in den USA geben wird. Konkretisierung dazu, wie auch immer. Da hat der Markt schon ein bisschen Furcht davor. Und wenn das passiert, natürlich, dann denke ich, werden sich hier weitere Verkaufsschleusen öffnen. Rein technisch haben wir hier jetzt aktuell natürlich einen Abwärtstrendkanal, der in Form einer bullischen Flagge daherkommt, aber der ist zu lang dafür. Also insofern hat sich die bullische Flagge erledigt im Kontext dessen, dass wir hier eine Konsolidierung mit Ausbruch nach oben sehen könnten. Rein technisch wäre jetzt hier definitiv ein Rücksetzer bei 4.465 zu erwarten. Unterhalb dessen wäre weiteres Abwärtspotenzial gegeben bis zu dieser hier sehr, sehr markanten Unterstützungszone im Bereich 4.345 Punkte, ganz genau. Und nach oben hin, wie gesagt, das Hoch vom gestrigen Tag. Wenn wir darüber hinausgehen, dann hat sich hier der Bias vielmehr dann doch positiv gewandelt. Aber sehe ich aktuell nicht. Technisch, wie gesagt, haben wir jetzt auch von der Range schon ein Stück weit den Markt geschlagen. Wir gehen mal gerade
Hier auch übrigens Gold mit einem zweiten Shooting Star, hochinteressant. Da denke ich mal, wird aber jetzt nicht mehr so viel gehen vor dem Fed-Event. Wir schauen uns aber hier nochmal kurz die Range an beim Nasdaq 100 Index und bewerten dann hier entsprechend die Situation. Warum auch immer das jetzt gerade so lange dauert. Eigentlich eine Sache von Sekunden, selbst die paar, die sechs Chartbilder hier zu laden, haben wir aber Nasdaq 100 schon. US Tech bei JFD, Nasdaq 100 Index, Abwärtstendenz, hier die Average True Range, heißt 4.495 Punkte, da wäre der Index nach unten ausgebombt. Hier im Stundenchart, in der 24-Stunden-Indikation, haben wir hier eine leichte Supportzone, wo wir uns jetzt mehr oder weniger auch mit leichtem Rücksetzer stabilisieren können. Oder aber im Sinne des Fed-Events sehen wir sowas, wie wir hier nach oben gesehen haben am 12.8. Hier dieser starke Aufwärtsimpuls von dann ja, einer enormen Bewegung vom Boden aus gesehen, sozusagen nahezu 100 Punkte nach oben geschossen. Das kann natürlich auch hier, die durchschnittliche Range sind 57 Punkte, aktuell sind wir 54 schon gelaufen. Natürlich kann es hier zum Vorwochentieftest kommen, wenn hier bei der Fed heute in das Rohr der Zinsanhebung relativ deutlich geblasen wird. Das wäre natürlich hier schon eine gewisse Indikation dessen, dass es dann in den Folgetagen auch weiter zurückgehen könnte. Also wäre 4.465 sozusagen nur das Zwischenziel. Vorwochentief 4.435 könnte sich in einer Übertreibung durchaus entladen. Ansonsten Oberseite im Auge behalten, wenn es hier zu einem schönen Intraday-Reversal kommt, dann muss man hier den Tagesschart zur Rate ziehen und aufpassen, was hier bei 4.545 Schrägstrich hier über dem Hoch vom 18.8. eben bei 4.575 Punkten passiert. Bleibt interessant. Kurzfristig, wie gesagt, bärische Bias. Weitere Rücksetzer sind hier nicht auszuschließen. Auf Tagesbasis 4.465 ein mögliches Ziel oder eben das Vorwochentief hier bei 4.435 Punkten kann durchaus passieren, wenn die Volatilität ab 20 Uhr anzieht. Bleiben Sie gespannt. Gegebenenfalls schalten wir uns ja nachher tatsächlich nochmal online oder aber wir werten das Ganze morgen aus. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Feierabend und hoffe, Sie sind morgen wieder dabei. In dem Zusammenhang beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.